In der heutigen Partie heißt es Hamburger SV gegen den SC Freiburg. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Darida! Auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken, den hat er super rausgeholt. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Es ist wenig passiert in diesen ersten 45 Minuten. Das ist immer schlecht für ein Fußballspiel. Ja, weil es einfach langweilig ist, Manni. Also die Torhüter, die können Käffchen trinken, die können sonst was machen, aber die müssen nicht eingreifen. Also das macht keinen Spaß. Jansen. Dickmeier. Nikolai Müller. Das könnte was werden. Die Flanke kommt gut. Müller. Oh! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt. Ein super Kopfball. Christian Günther. Mike Franz. Sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Van der Vaart. Stieber. Gut getimt, mit feinem Gefühl. Ein feiner Pass. Mit der feinen Klinge sozusagen gespielt. Das muss es sein! Die Chance! Naja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Aus, vorbei, das Spiel ist zu Ende. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Castro. Jetzt müsste die Flanke kommen. Kießling. Oh, gehalten, aber noch heiß. 0 zu 0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Die schenken sich nichts, aber die haben beide ungefähr gleich viel zu geben, Busch. Und ich bin mir sicher, es gibt einen Unentschieden. Schauen wir doch mal hin, wie der Ball den Weg ins Tor gefunden hat. Das sieht schon fast einstudiert aus. Auf jeden Fall schön, wie er diesen Eckball per Schuss verwertet. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive. Ein ohrenbetäubender Lärm. Hoffentlich hört man uns noch. Die Stimmung ist grandios. Die Fans sind wild entschlossen, die Kugel notfalls ins gegnerische Tor zu peitschen. Ach, was läuft die Kugel heute. Christoph Kramer. Jetzt sieht er ab. Da kommt der Pfiff des Schiedsrichters. Das Spiel ist aus. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen. Bis die Tage.